Heute in den Hofgeschichten. Josephine Schön zieht mit ihren Heidschnucken um in den Sommerstall. Komm, komm, Oskar, komm. Im Harz sucht Daniel Wehmeier nach einer verletzten Kuh. Ich glaube, die ist hier nicht bei. Die hat sich immer ein bisschen abgesondert von der Gruppe. Bei Familie Schramm in Schleswig-Holstein werden heute Hähnchen geschlachtet. Im neuen mobilen Schlachtwagen. Und das ist natürlich auch wieder ein kleiner Baustein zu der Qualität, die wir abliefern wollen. Und in der Gärtnerei Sannmann in Hamburg-Ochsenwerder startet die Selbstversorgersaison für Großstädter. So ein bisschen ein Garten Eden, den wir hier haben. Döhle in Niedersachsen. Schäferin Josephine Schön vom Verein Naturschutzpark Lüneburger Heide hat heute mit ihrer Herde einen besonderen Umzug vor. Wie siehst du aus, Carly? Ist wieder ein Schnuckenbad genommen, ne? Staubbad. Sie und ihre Tiere ziehen um in den Sommerstall. Das Anspruchsvolle ist es heute eher so der Marsch an sich. Also wir sind heute doch ein Stück länger unterwegs als sonst die Tage, wenn wir in irgendein Gebiet ziehen. Das ist so die eine Sache, dass alle Lämpchen auch mitkommen und den Anschluss halten. Dann haben wir zwischendurch mal eine enge Brücke, wo wir drüber müssen. Es sind immer mal so ein paar Stellen dabei, die ein bisschen herausfordernder sind heute. Rund 10 Kilometer haben sie vor sich. Ein Weg voller Hindernisse. Ja, die sind sehr, sehr sportlich, muss ich mal sagen. Die graugehörnte Heidschnucke ist eine genügsame Landschafrasse, die große Anteile vom Wildschaf in sich hat und sehr robust ist. Die sind ja eh ein bisschen eigensinnig und flink unterwegs. Und unsere Schafe hier, die springen auch mal gern über den Graben drüber oder hier über so einen Baumstamm. das gehört hier zum Sportprogramm mit dazu. Wir haben hier eine 90-Grad-Kurve, dass alle mit um die Ecke mitkommen. Josephine macht jetzt Tempo, damit die über 300 Schafe und ihre Lämmer geordnet um die Ecke kommen. Ja. 30 Minuten durch den Wald und noch über den Hügel. Ankunft in der Heide. Zeit für eine Verschnaufpause für die Schnucken. Wenn die noch Milch produzieren, immer ganz wichtig, dass sie irgendwie eine Tränkmöglichkeit auch am Tag haben. Oder wenn es dann richtig warm wird. Genau, das nutzen die Hunde und die Schafe gern zum Trinken und Baden. Wir sind jetzt hier auf unserer Heidefläche, auf unserer ersten angekommen. Das ist das Gebiet, was wir im Winter jetzt auch schon immer beweidet haben. Wir müssen dann einmal noch in das nächste Gebiet. Und deswegen werden wir jetzt hier auch nur leicht drüber ziehen und die Schafe noch nicht so richtig hinstellen zum Fressen, weil die Heide hier schon sehr kurz ist. Schließlich soll die Heide später schön lila blühen. Als Schäferin beobachtet Josephine deshalb das Wachstum und den Zustand der Flächen ganz genau. Dabei entdeckt sie jetzt sogar eine seltene Art. Ja, ich würde sagen, das ist eine männliche Zauneidechse. Ich werde das Bild jetzt einmal unserem Mitarbeiter schicken, der hier für uns, bei uns in der Stiftung für die Reptilien zuständig ist. Wir stehen da immer in engem Kontakt, wenn wir irgendwelche Sichtungen haben. Wir pflegen ja mit den Schafen hier die Landschaft und versuchen dadurch die Gebiete attraktiv zu machen für solche kleinen Lebewesen, die darauf angewiesen sind. Da ist man dann ja glücklich, wenn man sowas sehen kann. Nach 3 Stunden Marsch sind sie fast in ihrem Sommerbeweidungsgebiet angekommen. Aber nur fast. Wir müssen ja gleich über die Brücke, die ist hier relativ offen liegend. Also ich möchte natürlich kein Schaf aus dem Bach fischen hinterher. In Ochsenwerder startet heute die Biogartensaison für Selbstversorger. Die Gärtnerei Sannmann hat bereits 81 von 100 Parzellen vermietet, auch an Anfänger. Die will Chefin Alina nicht im Regen stehen lassen. Wir unterstützen da gärtnerisch, also wir geben eine kleine Beratung und stellen halt die ganze Infrastruktur, also Werkzeuge, Bewässerung, und begleiten die Leute ein bisschen. Und sie können hier Jungpflanzen kaufen. Hier haben wir Snack-Paprika, das sind kleine Paprika, so ganz beliebt. Da kommen immer viele kleine Früchte und die werden auch eher was als die großen Paprika.
Was haben wir noch? Hier haben wir Wassermelone. Die Beete können jetzt bepflanzt werden. Doch die Trockenheit macht Betriebsleiter Markus zu schaffen. Wir haben jetzt insgesamt mit der Beregnungskanone 4-mal Wasser geben müssen, damit das überhaupt hier vernünftig anwächst. Also das sind schon etwas erschwerte Bedingungen in diesem Jahr gewesen. Hört ihr die Regenwürmer husten? Green Ladies. Die Gartennamen es ist großartig. Sind bereits vergeben. Marienkäfer, Wiesenkraut. Hier ist unsere kleine Farm, falls jemand wissen wollte, wo die ist. Eröffnung. Um die neuen Gemüseanbauer kümmert sich Conny. So, Sie können auch reinkommen. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Sandmanns Biogärten. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Und wir fangen jetzt mal Suche an. Als erstes zeige ich euch, wo eure Parzelle ist. Mitarbeiterin Conny hat alles organisiert und bietet die ganze Saison über Beratung an. Ohne Conny wären wir hier richtig aufgeschmissen. Dankeschön, Markus. Aber ja, ohne Markus gern. Auch, das ist ja klar. Ne? Zum Start gibt es Pflanzen gratis. Tina wohnt zentral in Hamburg und hat nur einen kleinen Balkon. Was ich in diesem Konzept halt total toll finde, ist der Kreislauf der Natur. Also ich glaube, man steckt hier irgendwie so ein Mini-Pflänzchen in die Erde und dann wächst das und dann pflegt man das und nachher kocht man das. Ich koche auch sehr gerne und dann kocht man das mit Liebe und am Ende hat man Gäste am Tisch, die sich darüber freuen. Also besser geht's doch gar nicht. Ich habe mein kleines Werkzeug mitgebracht, eine Schaufel zum Pflanzen und so einen kleinen Hake zum Boden lockern. Und dann natürlich das Starterpaket mit den ersten Pflanzen zum selber pflanzen. Hier bin ich, Vegan Wellness. Die Managerin hat eine 45 Quadratmeter Parzelle für 289 Euro die Saison gemietet. Andere teilen sich den Acker auch. Rote Beete, Radieschen, Salat, Erbsen, Zwiebeln. Auch für Jan Simon ist Gemüseanbau Neuland. Und dann zwei Zucchini und dann zweimal Kürbis. Dann muss ich das noch auf meinen Plan ändern. Dann kommt Kartoffel, oder? Können wir das noch kurz ändern? Tomaten, dann Kürbis, dann Zucchini. Natürlich. Der Bauleiter hat das Stück Land mit seiner Freundin und einem anderen Pärchen gemietet. Es geht ihnen um das große Ganze. Mit eigenen Händen einfach mal ja, was erschaffen irgendwie so. Ne? Ja. Und nicht immer nur im Konsum leben und sagen, okay, wir gehen jetzt zum Supermarkt und kaufen das, sondern mal zu sehen, was da wirklich auch alles hintersteht. Ne? So die ganze Kette. Das erste Mal selbst Gemüse anbauen, da wartet noch viel Arbeit. Im schleswig-holsteinischen Schwienkuhlen liegt der Hof von Heldrick und Hinrich Schramm. Heute ist Hähnchenschlachttag, wie jeden Montag. Heldrick sortiert im Stall die ersten Tiere aus. 120 Hähnchen sollen geschlachtet werden. Jetzt, das ist jetzt hier das erste Mal, dass wir jetzt aus dieser Gruppe hier Hähnchen rausnehmen. Jetzt, wenn wir die Tiere hier reinsetzen, ist es immer gut, dass, oder sehr wichtig, dass man die Flügel fixiert. Weil sonst, damit schlagen sie immer auch ganz gerne, wenn man sie jetzt in die Kiste setzt. Um dann natürlich Verletzungen zu vermeiden. Und das sieht man natürlich nachher am Schlachtkörper. Und das ist fürs Tier natürlich auch nicht schön. Heldrick sortiert zunächst die dicksten männlichen Tiere aus. Jeweils 8 Hähnchen kommen in eine Kiste. Hat einfach damit zu tun, weil das vom Arbeitsablauf her am besten ist im Schlachtmobil. Weil wir halt 8 Schlachtrichter haben am Schlachtrondel, wo die Tiere entbluten. Das ist vom Handling her immer am besten. Das mobile Schlachthaus hat sich Heldricks Bruder Hinrich im letzten Jahr zugelegt. Unter anderem, um den Tieren lange Transportwege und den damit verbundenen Stress zu ersparen. Für das Schlachten hat Hinrich extra einen Lehrgang gemacht, in Theorie und Praxis. Der Schlachtvorgang fängt an mit einer ordnungsgemäßen Betäubung. Wir haben hier ein Betäubungsgerät, das die richtige Stromstärke in der richtigen Betäubungsdauer auf eine V-Klinge überträgt. Hier wird das Hähnchen mit dem Kopf eingeführt und bekommt dann eine Kopfdurchströmung mit Strom. Das betäubte Hähnchen kommt hier kopfüber in den Schlachttrichter. Da wird dann ein Kehlschnitt durchgeführt, das Tier entblutet und dann ist es tot. Dann kommt das in den Brühkessel, heißes Wasser, 68 Grad.
Das Hähnchen wird für gute 15 bis 20 Sekunden in das Wasserbad eingetaucht, so dass das ganze Federkleid sich löst. Das ist ungefähr so, als wenn wir abends warm duschen und der Dreck runtergeht. Dann kommt das Hähnchen in die Rupfmaschine. So, Vorsicht. Der ganze Schlachtvorgang dauert nicht mal eine Minute. Für eine saubere Schlachtung müssen die Tiere im Stall schon einige Zeit vorher nüchtern sein. Das heißt, sie nehmen ungefähr 12 Stunden vor der Schlachtung kein Futter mehr zu sich, weil wir natürlich das so sauber wie möglich machen wollen und dass die Tiere halt auch wirklich vollkommen entleert sind von den Innereien her, ist das beim Ausnehmen nachher erstmal wesentlich sauberer und natürlich auch einfacher. 4 Kisten muss Heldrick für die erste Partie noch füllen. Zurück in der Lüneburger Heide. Schäferin Josephine Schön ist mit ihrer Herde auf dem Weg in den Sommerstall. Dafür müssen sie jetzt über eine enge Brücke. Pip, Pip. Oskar, komm. Pip, Pip, Pip. Oskar, Alba, komm. Oskar. Der will fahren, los. Pip, 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 Pip. Alba, ran. Pass auf. Ran, ran, ran. Ran. Geh mal weiter. Geh weiter. Geschafft. Ja, ganz zufrieden. Niemand ins Wasser gefallen. Jetzt werden sie wahrscheinlich sehr am Laufen sein, weil wir jetzt hier ein neues Gebiet haben und hier doch mehr Gras wächst. Schafe. Komm, komm, komm. Hier sind ein paar grüne Grasspitzen mehr in der Heide. Jetzt sind die Schafe natürlich total aufgeregt und wollen hier Gras fressen und dann rennen die immer so doll. Und ja, ich mag es nicht, wenn die Schafe von mir weglaufen. Und das hat einen guten Grund. In ihren Beweidungsgebieten sind Wölfe unterwegs. Bislang blieb Josephines Herde vor Angriffen verschont, doch bei ihren Kollegen gab es schon Zwischenfälle. Ja, wir sind halt hier in der Heide auch nicht unbedingt sicher vom Wolf. Also die sind hier auch tagsüber unterwegs und ja. Es gibt schon Phasen, wo man lange keinen sieht, aber es kann auch wieder der Tag kommen, wo einer tagsüber auftaucht. Da muss man die Augen offen halten. Auch ihre vierbeinigen Mitarbeiter schützen sie vor dem Wolf. Ohne sie könnte Josephine die große Herde nicht kontrollieren und zusammenhalten. Lauf links. Josephine setzt dabei auf unterschiedliche Hunderassen für bestimmte Aufgaben. Der darf die hinteren da mal ranschieben, weil die mir zu sehr in eine Richtung abbiegen. Und das ist so eine gute Border Collie-Aufgabe für Oskar jetzt, einfach mal dahinter zu laufen. Der Fuchs wäre mir wahrscheinlich ein bisschen zu grobmotorisch dahin gesaust. Ja, die hat es jetzt aber genau gecheckt, das meine ich mit der Selbstständigkeit. Sie fragt mich jetzt, ob sie da was machen soll. Gleich guckt sie mich nochmal an. Sie hat es mitgekriegt, dass die Schafe da hinten nicht hin sollen. Jetzt war sie sich nicht sicher und kommt doch wieder zurück. Alva? Jetzt hat sie von mir das Okay gekriegt und darf die Schafe quasi zum zweiten Mal jetzt ermahnen, da einmal aufzuräumen. Alva, komm mal zurück, ist gut. Komm hier. Ja, dann haben wir hier genug gefressen, dann wollen wir mal langsam zu unserem Stall aufbrechen, dann ist langsam Feierabendzeit. Komm, Kalli. Schaffis, komm! Komm, 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 komm! Nach 8 Stunden haben sie es geschafft. Ankunft am Sommerstall. Na? Da sind wir. Wie war's? Ja, hat ganz gut geklappt. Lemmy ist alle mitgekommen. Ist gut. Schafe doch noch ganz gut satt gekriegt heute für den Weg. Ja, kann man zufrieden sein. Dann ist schön. Alba, Alba. Im Harz kümmert sich Daniel Wehmeier um humpelndes Höhenvieh. Aber noch herrscht Uneinigkeit, ob die richtige Kuh im Fangwagen ist. Das ist die falsche Kuh. Nein, nein, nein. Doch, die andere humpelt. Die hat gestern gehumpelt, humpelt heute auch. Ich hab sie doch gestern beobachtet. Aber die falsche Ohrmarke. Falsche Kuh, die andere ist auch rot. Ja, also bei uns auf dem Betrieb, da machen wir keine prophylaktische Klauenpflege. Wenn ein Tier humpelt, dann wird es behandelt.
oder ausselektiert, weil der Schaden zu groß ist. Also das Harzer Rote Höhenvieh hat richtig schwarze, dunkle, feste Klauen. Und egal, ob es über Stein geht oder mal durch Feuchtgebiet, die Tiere sind eigentlich von den Klauen her auf eine Langlebigkeit ausgestattet. Die stehen auf sicheren, festen Füßen. Und jetzt haben wir zwei, die humpeln. Meine Mutter meinte eben, wir haben die richtige. Aber ich habe gesagt, nee, die andere, die humpelt, die müssen wir nehmen. Aber dadurch, dass diese Kuh auch ein bisschen vorne rechts schont, werden wir die jetzt gleich mit Jörg zusammen behandeln. Genau. Der Fangwagen wird zum improvisierten Kuhbehandlungsstand für Tierarzt Jörg. Also am Strick anbinden, das können die Kühe eigentlich gar nicht haben, weil sie es auch nicht gewohnt sind. Oh, guck mal her. Mutter, gehst du hier ans Rohr? Die Kuh muss erst mal fixiert werden. So, jetzt können wir mal sauber schneiden. Lady, bleib mal ganz brav stehen. Eine Pediküre durch den Tierarzt ist nicht schmerzhaft. Aber Klauen von Huftieren sind nicht alle gleich. Fachwissen ist gefragt. Na, bei den Harzern ist halt schon seit Jahrhunderten wird auf Klauengesundheit gezüchtet. Weil das, als wäre ein Wandervieh, wenn die durch den Harz gewandert sind, dann mussten wir war die Fußgesundheit ganz, ganz wichtig. Generell ist es ja bei den Tieren so, dass was wirtschaftlich am sinnvollsten ist für den Tierhalter. Das wird ja am meisten züchterisch bearbeitet. Bei Holstein-Friesien ist es die Milchleistung, bei reinen Fleischtieren ist es die Fleischleistung und bei unseren, da ist es die Langlebigkeit und die Robustheit. Denn wenn so eine Kuh in Behandlung kommen muss, dann können wir kein Geld verdienen. Aber so ein Behandlungsfall ist halt wirklich selten. Oh, ich kann nicht mehr gehen. Mach du mal weiter. Ich halte es am. Klauenpflege geht offensichtlich auf die Knochen. Zumindest auf die von Tierarzt Jörg. Jetzt ist Daniel gefragt. Ja, jetzt entspannt sie sich wohl. Die erste Kuh ist verarztet. Die nächste Patientin muss aber erst noch eingefangen werden. In den Vier- und Marschlanden ackern in Sandmanns Biogärten weiter die Selbstversorger in ihren gemieteten Parzellen. Eigener Gemüseanbau macht offenbar auch dem Nachwuchs Spaß. Managerin Tina pflanzt unterdessen ihre ersten Freilandtomaten. Die Tomaten, die vertragen kein Wasser von oben. Und deswegen ist die Empfehlung da, die einzupflanzen. Und tatsächlich den Topf mit einzupflanzen. Hier soll man so ein bisschen anhäufeln und den Topf daneben tun, weil dann kann man in den Topf rein gießen. Das Wasser erreicht die Wurzeln, aber man gießt die Pflanze nicht von oben. Ich gärtner gerne ohne Handschuhe, weil ich mag, wenn die Hände schmutzig werden. Ja? Ja, total. Hat man was gemacht. Außerdem will Tina noch Rotkohl anbauen fürs Weihnachtsessen. Ja, die sind keine Einzeltöpfe, sondern die sind so gesät, die könnt ihr euch einfach so. Betriebsleiter Markus berät in Sachen Porree. Ja, da sieht man dann die Würzelchen und man kann die so tief einpflanzen. Dann ist der Weißanteil größer und ein bisschen festdrücken. Nur Demeter-Qualität ist erlaubt. Das ist Chefin Alina wichtig. Könnte man da auch diesen Sojasnack dazu? Ich habe eine andere. Ja, könnt ihr auch. Mhm. Ja, dann nehmen wir den auf jeden Fall schon einmal mit. Ja. Die Freunde haben viele Ideen fürs Beet. Und dann haben wir zweimal rote Paprika. Und die sollen zusammen mit zweimal Frühstücksgurke. Und die streut man dann einfach jetzt so übers Beet einfach so ein bisschen drüber? Ich würde die an einer Stelle aussehen und da gut beschriften, dass ihr wisst, wo die sind. Okay. Weil die Unkräuter wachsen natürlich schneller als das Ausgesäte. Ja. Und wenn ihr die einfach wild pflanzt, dann hackt ihr die wahrscheinlich wieder mit weg. Okay, alles klar. Das ist auch schön, weil da kommt dann auch so ein ganz anderes Verständnis rüber für den Beruf an sich. Das ist auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit. Bauleiter Jan Simon hat an seinem ersten Parzellentag schon einiges gelernt. Das ist jetzt kurz vor Abschluss. Die kriegen jetzt hier noch so einen Schutz, wurde uns empfohlen, damit die Fliegen und die ganzen Käfer das nicht gleich wegfressen. Und die restlichen Reihen haben wir jetzt schon schön bestückt. Sieht gut aus. Es ist die achte Biogartensaison. Und Inke ist schon ein paar Jahre dabei.
das ist nur ein Versuch für dieses Jahr. Da sind die Karotten in diesen beiden Reihen. Und im Internet stand, wenn sich dieses Rad dreht, gibt das Erschütterungen im Boden. Und das mögen die Wühlmäuse nicht und dann hauen sie ab. Ein erfolgreicher Eröffnungstag. Alle freuen sich, sind mit einem leichten Lächeln auf den Lippen hier und sind geschäftig. Und jeder individualisiert letztendlich jetzt seine Parzelle und hat Spaß an der Gartenarbeit. Und so soll das eigentlich sein. So ein bisschen ein Garten Eden, den wir hier haben. Ne? Die Saison geht bis Mitte November. So lange können die Selbstversorger ihren Traum vom eigenen Biogarten ausleben. Im schleswig-holsteinischen Schwienkuhlen werden heute Hähnchen geschlachtet. Im eigenen Geflügelschlachtmobil von Hinrich Schramm. Für seinen jüngeren Bruder Heldrik, der die Hähnchen aufzieht, ist die Neuanschaffung ein echter Zugewinn auf dem Hof. Dadurch, dass das Thema Schlachtung ja immer sensibler behandelt wird in der Gesellschaft, können wir das hier komplett transparent darstellen. Und ist natürlich auch wieder ein kleiner Baustein zu der Qualität, die wir abliefern wollen. Nützt nichts, wenn wir uns so viel Mühe gegeben haben, die Tiere mit sehr viel Tierwohl großzuziehen und so weiter, aber dann nachher auf den letzten Metern vor der Schlachtung werden sie nicht mehr vernünftig behandelt, dann ja, ist das halt auch schon wieder hinüber, ne, was man vorher rausgeholt hat. Mit den ersten Kisten geht es jetzt raus auf den Hof zum Schlachtmobil. Kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem, wie wir es sonst gemacht haben. Da sind die Tiere über eine Stunde in dieser Kiste im Anhänger gewesen, wurden dorthin transportiert, wo sie geschlachtet worden sind. Ist jetzt auch nicht dramatisch, aber ist natürlich so wesentlich komfortabler erstmal für uns und natürlich auch vor allen Dingen für die Tiere. Wie viel wollen wir denn schlachten heute? Ja, 120. Kam gestern noch eine Bestellung rein von einem Kunden. Wir wollten 30 Stück haben. Dann lohnt sich das auch heute. Ja, dann mal zu. Hast Wasser heiß? Jo. Während Hinrich die ersten Hähnchen schlachtet, bereiten sich die beiden Mitarbeiterinnen Bianca und Dorothea nebenan auf die Verarbeitung der Tiere vor. Die Hähnchen werden hier zerlegt und ausgenommen. Der komplette Schlachtvorgang findet auf gerade mal 12 Quadratmetern statt. Bruder Heldrik will die Innereien der geschlachteten Hähnchen heute noch ganz frisch in der Hofküche weiterverarbeiten und bekommt dabei Unterstützung von seiner Lebensgefährtin Christina Badde. Das sieht gut aus. Wir machen da jetzt Hähnchen Leckerlis für Hunde. Und die schneiden wir jetzt einmal zurecht. Christina hatte die Idee mit den Hundesnacks, die später noch gedörrt werden. Eigentlich arbeitet sie nicht mit auf dem Hof, sondern als Bauingenieurin. Wir haben ja selber unseren Hund Mowgli und der ist so ein kleines Sensibelchen und hat die gekauften Leckerlis immer nicht so gut vertragen. Und dann hatte ich mir das halt so überlegt, dadurch, dass wir hier auf dem Hof schlachten und sehr viele Innereien über haben, bevor wir die wegschmeißen, dass wir da ja auch Hundeleckerlis draus machen könnten. Das ist halt auch sich wieder von anderen Betrieben so abzuheben, weil wirklich dieser Gedanke, das ganze Tier zu verwerten. So viel Leberwurst oder Hähnchenleberwurst können wir nachher auch nicht machen oder verkaufen. Ja, es war nachher wirklich ein bisschen schade, die mal wegschmeißen zu müssen. Heldrik und Christina sind nicht nur in der Küche ein gutes Team. Schon seit 11 Jahren sind die beiden ein Paar. Wir haben uns auf dem Reiterball in Neumünster kennengelernt. Sind eigentlich beide gar nicht so die Pferdefreunde. Aber Partyfreunde gewesen früher. Aber wie das Schicksal das so wollte. Ja. Da habe ich über einen gemeinsamen Kumpel die Nummer rausgefunden. Und dann, das war ja, wenn man das heute erzählt, da wird man ja mal ausgelacht, einfach mal angerufen. Also ganz unkonventionell. Ja. Hat geklappt. Genau. Mit dem Arbeiten und Leben in einem landwirtschaftlichen Betrieb hatte Christina früher nichts am Hut. Das hat sich mit Heldrik und dem gemeinsamen Hund Mowgli aber mittlerweile geändert. Im Harz läuft die Suche nach der humpelnden Kuh. Daniel hat einen Plan. Also ich werde die Kühe gleich rufen, dass sie alle so rum zu dem Trecker gehen. Aber wo ist die gesuchte Kuh? Ich glaube, die ist hier nicht bei. Die hat sich immer ein bisschen abgesondert von der Gruppe. Daniel kennt sein Höhenvieh. Da steht sie. Hier unten im Schatten. Ja, du hast richtig Schmerzen. Hier müssen wir helfen.
Komm her, komm. Ja, die Kuh, die hat wirklich Schmerzen, auch vorne rechts. Und die müssen wir behandeln. Die muss jetzt in den Fangtreibewagen. Wenn die geradeaus hochlaufen kann, ist auch gut. Ja, das ist zu stark. Komm her, komm. Geht zu. Komm her, komm. Komm her, komm. Geh mal weiter. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Gleich nach oben. Nee, hopp. Gleich in die Einzäunung. Hopp. Die humpelnde Kuh ist besser auf den Beinen als gedacht. Die kriegen wir nicht selektiert. Kommt her, alle Kühe, komm mit. Komm. Nächster Versuch. Jetzt wird die Kuh mit der folgsamen Herde zum Fangwagen gelockt. Tierarzt Jörg hat dabei die Patientin im Blick. Die da ist es. Die. Bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Komm, dreht um. Ach je. Es wird sportlich. Je, je, je. Na, 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 na. Trotz Verletzung, die Kuh ist gut in Form. Nächster Versuch. Ah, die ist es. Die im Wald. Die humpelnde Kuh bleibt zu schnell für Tierarzt Jörg. Es geht nicht. Nun gut, dann werden die Tiere eben eingekesselt. Jörg, hast du sie gesehen? Mit List und Tücke. Jetzt haben wir in der Weide eine Weide und unsere Humpelkuh ist dazwischen. Jetzt müssen wir nur selektieren und dann kann unser Projekt doch sein, haben wir es überlistet. Mutter Renate richtet ihren Blick nach vorn. Ich hoffe, dass wir jetzt die in Fangwagen kriegen, die gewünschte Kuh. Wir haben jetzt die Herausforderung von den gefühlt 25 Tieren, die drei, die am umgänglichsten sind, mit unserer Behandlungskuh hier reinzuholen. Ich glaube, ganz allein will sie nicht rein. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Vornehmen. Wie gesagt, drei umgänglich und unsere, die wir wollen. Ich brauche jetzt den Stock und gehe hier zwischen. So, die muss drin bleiben. Oh, oh. Oh, oh. 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 Hopp. So, jetzt haben wir sie. Ja, Gitter rein, Strick rein. Jetzt kann die Behandlung beginnen. Und schon bald dürfte diese Kuh noch schneller als bisher auf den Harzer Bergwiesen unterwegs sein.